Heute bei TMTV Rätselraten um Malcolm-Gerüchte. Das ist eines unserer Themen. Dann schauen wir auf Nicolas Pépé, der ist im Anflug auf London, auf den FC Arsenal. Und wir sprechen über James Rodriguez und Gareth Bale, denn einer von beiden muss wohl doch bei Real Madrid bleiben. All das und vieles mehr gibt's heute in unserer neuen Folge. Und wir freuen uns natürlich wie immer über neue Abonnenten auf unserem Kanal. Der erste FC Köln hat seinen teuersten Neuzugang dieses Sommers unter Dach und Fach gebracht. Mittelfeldspieler Elias Skiri kommt vom französischen Erstligisten HSC Montpellier und erhält einen Vertrag bis 2023. Der tunesische Nationalspieler soll die Geißböcke eine Ablöse von 6 Millionen Euro kosten. Der Umbruch beim VfB Stuttgart geht auch nach dem Zweitligasaisonstart weiter. Mit Shadrack Akolo können die Schwaben nun einen weiteren Spieler von der Gehaltsliste streichen. Der kongolesische Mittelstürmer wechselt zum SC Amiens in die Ligue 1 und unterschreibt heute einen Vierjahresvertrag. Der AFC Bournemouth hat seinen dritten Neuzugang für die anstehende Premier League-Saison verkündet. Philip Billing kommt von Huddersfield Town und kostet die Cherries dem Vernehmen nach einer Ablöse von rund 16,5 Millionen Euro. Ein Top-5-Wert in der Clubgeschichte. Der 23-Jährige ist ein Mann fürs zentrale Mittelfeld. Paris Saint-Germain hat einen weiteren Neuzugang für die kommende Spielzeit präsentiert. Wie der Club bekannt gab, wechselt Idrissa Gueye vom FC Everton an die Seine. Bereits im vergangenen Winter war der 29-jährige Mittelfeldmann ein Thema bei den Hauptstädtern. Nun kommt er für eine Ablöse von 32 Millionen Euro und unterschreibt einen Vertrag bis 2023. Real Madrid hat sich mit UD Levante auf eine erneute Ausleihe von Borja Mayoral verständigt. Der 22-jährige Stürmer, der 2016 für eine Leihgebühr von 3 Millionen Euro an den VfL Wolfsburg verliehen war, soll bis Saisonende beim La Liga-Konkurrenten bleiben. Bereits in der letzten Saison stand Mayoral in Diensten des Clubs aus Valencia. Erst im Sommer 2018 wechselte der Brasilianer Malcolm für eine Ablöse von 41 Millionen Euro zum FC Barcelona. Und nun soll der offensive Außen den Club schon wieder verlassen wollen. Und für Barca scheint das auch in Ordnung zu sein, solange die Ablöse eben stimmt. Die Rede ist da von 40 bis 50 Millionen Euro. Malcolm wird in letzter Zeit mit vielen Vereinen in Verbindung gebracht. Es gibt viele unterschiedliche Quellen, die wiederum verschiedene Vereine als Abnehmer in den Raum werfen. Und wir klären euch da mal auf, bringen da etwas Licht ins Dunkel. Schauen wir, was die Mundo Deportivo schreibt. Die sagt, Barca fordert 50 Millionen Euro für Malcolm und interessiert seien aktuell Everton aus der Premier League, aus der Bundesliga, der BVB, außerdem der FC Arsenal und die SSC Neapel. Dann gibt es eine weitere Aussage bzw. Idee von Sport. Und Sport behauptet, Forderung von Barca liegt nur bei 45 Millionen Euro und der BVB sei angeblich raus. Dafür seien aber die Bundesligisten Eintracht Frankfurt und RB Leipzig an Malcolm interessiert. Dazu kommt Tottenham noch mit dazu, wenn zum Beispiel ein Christian Eriksen den Verein verlassen sollte. Die Marca wiederum sagt, Barca verlangt nur in An- und Abführung 40 Millionen Euro für den brasilianischen Offensivmann und nennt aber Zenit St. Petersburg aus der russischen Premier League als heißen Kandidaten auf eine Verpflichtung und eben auch als einen Verein, der die Ablösesumme dann wirklich auch bezahlen würde. Für euch hier nochmal die Quellenseriosität, Marca ganz vorne. Das heißt, ja, der Transfer zu Zenit möglicherweise am wahrscheinlichsten, aber so richtig klar ist die Gemengelage da noch nicht. Was haltet ihr von diesen ganzen Gerüchten und findet ihr wirklich, dass Malcolm den FC Barcelona in diesem Sommer wieder verlassen sollte? Das würde uns interessieren. Was ihr dazu meint, könnt ihr uns gerne auch auf YouTube eure Meinung zu schreiben. Wir haben vom TM-User Da Vinci schon eine Meinung bekommen. Zenit erscheint da tatsächlich am wahrscheinlichsten, zwar mit dem geringsten Prestige, allerdings spielt man hier auch um Titel mit. Das Geld ist ebenfalls vorhanden, was für Barca persönlich am interessantesten sein dürfte. Malcolm würde sich hier wohl auch nicht gegen einen Wechsel sträuben, droht ja sonst die Bank bei Barca.
Dann werfen wir gemeinsam einen Blick in die Transfermarkt-Gerüchteküche und beginnen in der Bundesliga. Wie die Bild berichtet, sind die letzten Details im Poker um Nadim Amiri offenbar geklärt. Die TSG 1899 Hoffenheim und Bayer 04 Leverkusen haben Einigkeit über einen Wechsel des Offensivmanns erzielt. Demnach werden für den 22-Jährigen rund 11 Millionen Euro fällig. 3 Millionen Euro weniger übrigens als die kolportierte Ausstiegsklausel des Profis. Die Hessenschau berichtet, dass Eintracht Frankfurt an einer Verpflichtung von Hannovers Torhüter Michael Esser interessiert sein soll. Es wird ebenfalls darüber spekuliert, dass es zu einem Torwarttausch kommen und im Gegenzug Felix Wiedwald zu den 96ern gehen könnte. Das monatelange Rätselraten um die Zukunft von Nicolas Pepe hat offenbar ein Ende. Wie die L'Equipe vermeldet, hat der 24-jährige Flügelspieler sich für den FC Arsenal entschieden und soll heute noch den Medizincheck absolvieren. Damit hätten die Gunners Pepe, der SSC Neapel, weggeschnappt. Die Ablöse soll bei 80 Millionen Euro liegen. Damit wäre Nicolas Pepe neuer Rekordneuzugang der Gunners. Der italienische Shootingstar Moise Kean steht offenbar unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Everton in die Premier League. Das berichten Goal und Spox. Everton sei demnach bereits die geforderten 40 Millionen Euro Ablöse für den 19-Jährigen zu bezahlen. Italienische Quellen berichten zudem, dass der Medizincheck bereits morgen über die Bühne gehen soll. Nach dem Abgang von Idrissa Gueye zu PSG sucht der FC Everton außerdem nach Defensiversatz und ist dabei offenbar beim FC Chelsea fündig geworden. Timoe Bakayoko soll laut des Guardian zu den Toffees wechseln. In der letzten Saison war der Defensivmann bereits von den Blues zum AC Mailand verliehen. Nach der geplatzten Verpflichtung von André Silva vom AC Mailand hat die AS Monaco mit Mariano Diaz einen neuen Wunschkandidaten für das Sturmzentrum im Blick. Wie die spanische Zeitung Marca berichtet, habe der Club aus dem Fürstentum dem 25-Jährigen ein nicht abzulehnendes Angebot vorgelegt. Genaue Zahlen veröffentlichte das Medium allerdings nicht. Die Verletzung von Marco Asensio könnte bei Real Madrid noch weite Kreise ziehen, die auch die Zukunft von James Rodriguez oder Gareth Bale betreffen. Als Alternative für Asensio rückt vorrangig Ex-Bayern-Profi James in den Fokus, der dann eben bleiben müsste in Madrid. Doch auch Bale bleibt weiter eine Option. Also, welcher dieser beiden Spieler könnte denn eher in Madrid bleiben? Bale, sein China-Wechsel ist wohl geplatzt. Vielleicht geht noch was in Richtung Premier League, Tottenham oder Manchester United. Aber bei James ist ja eben auch die Frage, will er in Madrid bleiben? Denn in den letzten Wochen gab es ja viele, viele Gerüchte um Wechsel zum Beispiel zur SSC Neapel oder auch zu Atletico Madrid. Ihr habt euch ganz klar dafür ausgesprochen, dass wenn, dann James Rodriguez bei Real Madrid bleiben sollte als Asensio-Ersatz. Das ist eine YouTube-Umfrage, die wir gestartet haben. 67% würden sagen, der Kolumbianer James Rodriguez soll bei Real bleiben, Gareth Bale kann gehen. Dann schauen wir in die Serie A zu einem Ex-Real Madrid-Spieler. Sami Khedira ist beim Arsenal-Testspiel gegen Olympique Lyon als Zuschauer auf der Tribüne des Emirates Stadiums in London gesichtet worden. Deutet sich da etwa ein Wechsel in die Premier League an? Die Zeit des Weltmeisters von 2014 bei seinem aktuellen Club Juventus Turin scheint vorüber zu sein, trotz eines Vertrags bis 2020. Abnehmer für den 32-Jährigen soll es auch aus der MLS und aus China geben. Und wir bleiben bei Juve. Der Abgang von Paulo Dybala rückt immer näher. Der 25-jährige Argentinier besitzt zwar noch einen Vertrag bis 2022, wird aber mit Manchester United in Verbindung gebracht. Und da könnte es zu einem spektakulären Tausch kommen, denn Juve soll im Gegenzug an Romelu Lukaku interessiert sein. Das berichtet die Metro. Wir haben ein Zitat vom Juventus-Vizepräsidenten Pavel Nedved. Es gibt einige Anfragen. Es ist Interesse am Spieler vorhanden, doch wir warten auf Konkretes, damit wir im Anschluss in aller Ruhe entscheiden können. Also da ist auf jeden Fall Musik drin in der Angelegenheit. Und Kevin Prinz Boateng wird laut italienischer Medien offenbar nicht in die Bundesliga zu Eintracht Frankfurt zurückkehren. Stattdessen soll sich der Routinier, der aktuell noch bei US Sassuolo unter Vertrag steht, dem Serie A-Konkurrenten AC Florenz anschließen. Für Boateng wäre es bereits die vierte Station in Italien.
Und dann haben wir noch einige weitere Meldungen aus der Welt des Fußballs für euch. Patrice Evra hat offiziell sein Karriereende verkündet. Das tat er gegenüber der italienischen Sportzeitung Gazzetta dello Sport. Der 81-fache französische Nationalspieler erlebte seine erfolgreichste Zeit bei Manchester United, mit dem er unter anderem 5-mal die Premier League und 1-mal die Champions League gewann. Mit Juventus Turin holte er zudem 3-mal den italienischen Scudetto und 2-mal den Pokal. Die letzte seiner 8 Stationen im Herrenbereich war West Ham United. Eine Rückkehr von Jürgen Klinsmann zum VfB Stuttgart scheint realistischer zu werden. Ein erstes Gespräch über eine Zusammenarbeit mit seinem einstigen Club hat der ehemalige Bundestrainer schon einmal geführt. Klinsmann, der heute übrigens 55 Jahre alt wird, herzlichen Glückwunsch, soll sich offenbar vorstellen können, das neu geschaffene Amt des Vorstandsvorsitzenden der VfB Stuttgart AG zu übernehmen. Und Cristiano Ronaldo ist gestern Abend nach Madrid zurückgekehrt. Allerdings nicht zum Fußballspielen, sondern weil er den Legendenpreis der Sportzeitung Marca erhalten hat. Gleichzeitig war es das erste Treffen zwischen ihm und Realpräsident Florentino Perez seit Ronaldos Wechsel zu Juventus Turin im Jahr 2018. Hier sehen wir das sehr freundschaftliche, versöhnliche Geste. Ihr könnt natürlich auch morgen wieder dabei sein bei einer frischen Folge von Transfermarkt TV, dann mit meinem hochgeschätzten Kollegen Arne Malsch. Und wie immer könnt ihr auch unter diesem Video eure Kommentare hinterlassen und gemeinsam mit uns und den anderen Usern über die verschiedenen Gerüchte diskutieren. Wir haben natürlich das Thema um Real Madrid, um James Rodriguez und Gareth Bale. Welcher Spieler von beiden sollte eher bei den Königlichen bleiben? Darüber können wir natürlich gerne sprechen und ihr könnt weitere Videos von TMTV gucken, zum Beispiel hier die Kaderplanspiele von Union Berlin oder hier unten unser aktuellstes Video.